Cognodon ist ein Pokémon mit dem Typ Gestein, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich zu Ramaidon. Cognodon gehört zu den Fossil-Pokémon und kann aus einem Kopffossil wiederbelebt werden und bildet zudem das Gegenstück zu Schilterus. Cognodon ist ein kleines, dinosaurierartiges Pokémon. Sein Körper ist überwiegend dunkelgrau, Ausnahme ist hierbei der Rücken, über den sich ein blauer, gezackter Flecken vom Nacken bis zur Schwanzspitze zieht. Es bewegt sich noch zwei Beine fort und besitzt zwei kleine Ärmchen, die jeweils über drei Krallen verfügen. Aus der Ferse ragt jeweils ein Sporn heraus. Insgesamt wirkt sein Körperbau ziemlich robust und bei seiner Shiny-Form sind die gezackten Flecken rot gefärbt und sein Körper hat einen olivfarbenen Farbstich. Attackenmäßig nutzt er hauptsächlich physische und Statusattacken, zum Großteil vom Typ Normal wie beispielsweise Body Check oder Slam, aber auch die Unnichtattacke Gewissheit oder die Kampfattacke Zertrümmerer. Eine mögliche Fähigkeit, die es haben kann, ist Überbrückung. Durch Überbrückung können Attacken ungeachtet der Fähigkeiten des gegnerischen Pokémon verwendet werden. Und die versteckte Fähigkeit ist rohe Gewalt und erhöht die Kraft von Attacken, aber hebt dafür auch die Zusatzeffekte dieser Attacken auf. Cognodon gehört zu den Fossil-Pokémon und kann aus einem Kopffossil wiederbelebt werden. Es lebte vor über 100 Millionen Jahren in Dschungelgebieten. Das Pokémon zeichnet sich durch einen extrem robusten, kuppelförmigen Schädel aus, der von vier Dornen begrenzt wird. Diese nutzte es damals, um Bäume zu fällen und an andere Früchte heranzukommen, die in großer Höhe wachsen. Zu seinen täglichen Mahlzeiten gehörten hauptsächlich Beeren, die es von den vorher umgestoßenen Bäumen leicht aufessen konnte. Entsprechend finden sich in fossilen Überresten Cognodons häufig Holzsplitter. Seinen robusten Schädel benutzt es auch, um seine Feinde wie zum Beispiel Aerodactyl mithilfe von Kopfstößen abzuwehren. Damit der somit lebenswichtige Schädelknochen Cognodons noch härter und robuster werden konnte, ließen sie ihre Schädel in Zweikämpfen aufeinander prallen. Dies hatte jedoch auch den Nachteil, dass es durch die ständigen Zusammenstöße und durch den Raum, den der Knochen innerhalb der Schädelhöhle einnimmt, nicht zu den schlauesten Pokémon zählte. Dabei ist Cognodon der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 30 zu Ramaidon weiterentwickeln. Dabei wird es vor allem größer und nimmt an Gewicht zu. Seine Stacheln breiten sich aus oder nehmen an Größe zu. Die Färbung wird zu einer grau-bläulichen Färbung mit schwarzen Akzenten und es bekommt einen größeren Schweif hinten entlang des Rückens. Und mit seinem Typen nimmt es halben Schaden gegen Normal, Flug, Gift und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Boden, Stahl, Wasser und Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.